Die Sync-Mit-Funktion erlaubt Ihnen, Ihre Mobiltelefone, Computer und E-Mail-Konten zu synchronisieren. Wenn Sie ein E-Mail-Konto synchronisieren möchten, klicken Sie bitte auf das Pluszeichen. Wählen Sie die Art des Kontos, Gmail oder Yahoo. Loggen Sie sich dann in das jeweilige Konto ein, das Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie auf Zugriff gestatten. Alle Kontakte, die sich in diesem Konto befinden, werden automatisch zu Ihrem Adressbuch hinzugefügt. Wenn Sie ein Smartphone synchronisieren möchten, loggen Sie sich bitte mit diesem Smartphone über das Internet bei Kailook ein. Das Smartphone, das Sie synchronisieren möchten, wird in der Spalte auf der linken Seite angezeigt. Kailook bietet Ihnen die Möglichkeit zu wählen, welche Kontakte von welchem Endgerät oder E-Mail-Konto Sie synchronisieren möchten. Klicken Sie auf den Reiter Kontakte und wählen Sie die Kontakte aus, die Sie nicht synchronisieren möchten. Durch Klicken des Pfeils nach rechts schieben Sie diese Kontakte zu den Kontakten, die nicht synchronisiert werden. Das Ganze geht auch in die andere Richtung. Dazu wählen Sie die Kontakte aus und schieben sie nach links. Diese werden dann wieder synchronisiert. Durch Klicken auf die Schaltfläche Gerätekonten können Sie die Synchronisation zum Beispiel mit dem Mobiltelefon stoppen. Um dies zu tun, wählen Sie bitte die Option Deaktivieren im Menü Sync-Einstellungen. Wenn Sie aktiv auswählen, werden wieder alle Daten synchronisiert. Unter dem Menü Löschen auf Gerät können Sie Ihre Daten oder alle Kontakte löschen, die auf diesem Gerät erscheinen. Die Daten werden nur von diesem Gerät gelöscht, nicht aber von Ihrem Kailook-Konto. Dies ist eine sehr nützliche Funktion. Wenn Sie zum Beispiel Ihr Mobiltelefon verlieren, gelangen damit Ihre Kontakte nicht in die falschen Hände. Wenn Sie ein Endgerät von Kailook trennen möchten, klicken Sie bitte auf dieses Gerät entfernen. Die Synchronisation mit dem Gerät wird dauerhaft gestoppt, die Kontakte werden jedoch nicht vom Telefon gelöscht. Wenn Sie das Endgerät wieder aktivieren möchten, loggen Sie sich einfach wieder mit dem Gerät und dem Keycode bei Kailook ein. Kailook, Ihr Online-Adressbuch. Simplify Your Life.